zu tragen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Abgeordneter, es gibt kluge Fragen und es gibt dumme Fragen. Ihre ist eine kluge, wenn ich das sagen darf, und dumme werden an anderer Seite des Hauses gestellt und meistens auch noch mit Geldzahlungen verknüpft, die gerne auch mal aus Moskau oder aus Peking kommen können. Also von daher vielen Dank für Ihre kluge und vor allen Dingen nicht gesponserte Frage. Um es klar zu sagen, wir tun alles, was wir können. Und ich sehe, dass wir bestimmte Bedarfe für das nächste Jahr haben. Die sind bekannt. Wir sind in den Haushaltsverhandlungen und werden schauen, welche Mittel sich am Ende für den Einzelplan 60, über den wir hier ja reden, dann abbilden lassen. Das dem jetzt vorzugreifen, verbietet sich für mich. Bevor Sie Ihre Nachfrage stellen, Herr Bundesminister, ich bitte Sie wirklich, mit den Abgeordneten auch respektvoll umzugehen. Ob einem die Frage gefällt oder nicht, finde ich, spielt keine Rolle. Ich bitte wirklich darum, die ein oder andere Kommentierung einfach mal runterzuschlucken.